Da kann etwas nicht stimmen, Watson. Lesen wir noch einmal Abrahams Zeugenaussage. Das war's. Ausgezeichnet. In der Tat, Watson, das ist die richtige Größe für Abrahams Ankleidepuppe. Die Aussage von Mr. Solomonowitsch Freund kann mindestens in einem Punkt nicht stimmen. Der erste Joseph sagte, dass der Mann mindestens 5 Fuß 7 Zoll groß sei. Der zweite Joseph gab jedoch an, dass der Mann etwa 3 Zoll größer als das Opfer sei, das, wie wir wissen, höchstens 5 Fuß groß war. Daraus lässt sich ableiten, dass der Mann etwa 5 Fuß 3 Zoll groß ist. Vergessen wir nicht, dass es der zweite Joseph war, der seine Freunde auf das Paar aufmerksam gemacht hat. Wir können also davon ausgehen, dass er sie nicht nur flüchtig gesehen, sondern länger beobachtet hat. Ausgezeichnet. Jetzt der nächste Schritt. Bravo, Watson. Das sind unsere 3 Zeugen. Das war's. Ausgezeichnet. Der junge Constable Smith muss sich bei seiner Aussage bezüglich der Größe des Täters getäuscht haben. Es handelt sich um einige Zoll und wir können seine Größenangabe an die Größe der beiden anderen Ankleidepuppen anpassen.
Der junge Constable Smith muss sich bei seiner Aussage bezüglich der Größe des Täters getäuscht haben. Es handelt sich um einige Zoll und wir können seine Größenangabe an die Größe der beiden anderen Ankleidepuppen anpassen. Der junge Constable Smith muss sich bei seiner Aussage bezüglich der Größe des Täters getäuscht haben. Es handelt sich um einige Zoll und wir können seine Größenangabe an die Größe der beiden anderen Ankleidepuppen anpassen. Bravo, Watson! Unsere Ankleidepuppen sind basierend auf den Zeugenaussagen richtig eingekleidet. Und jetzt versuchen wir festzustellen, in welchen Punkten diese Aussagen voneinander abweichen und warum sich die Zeugen geirrt haben könnten. Sehen wir uns diese Perücken und Bärte an und beginnen mit der Aussage des ersten Josephs, der den Mann bei guten Lichtverhältnissen gesehen hat und ihn mit blondem Haar beschreibt. Bleiben wir bei dieser Ankleidepuppe, aber betrachten Sie bei den Lichtverhältnissen und aus dem Winkel der anderen beiden Zeugen. In der Dunkelheit der Nacht mit schwacher, künstlicher Beleuchtung von oben. Schalten Sie das Licht aus, Watson.